Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute eher ein Thema, was ja eher exotisch, so wie auch mein Berufsstand ist. Es geht um die Sicherung von biologischen Spuren in Waffenläufen und Waffenteilen. So, nachdem das ja Waffen immer mit Gefahr, Sicherheit zu tun hat, einige Warnhinweise zu Beginn. Erstens, meine Arbeit beginnt immer in dem Moment, in dem ein Leben durch Schusswaffen endet oder verletzt wird. Zweitens, es folgen Lichtbilder mit echtem blutigen Inhalt, also wer einen schlechten Magen hat, ich sag's vorher. Ich habe das Problem, dass es bei mir mit Live-Experimenten immer, ja, ein kleines Problem ist. Und eben aufgrund der Sachen, die da auch in Paris waren, auf der Bühne, ich auch auf sämtliche Spielzeugwaffen verzichte. Ja, Forensik, wer schon öfters bei Slams war, weiß ja, da gibt es immer diese süßen Katzenbilder und Eulen, die schielen und so. Also kommt bei mir auch nicht vor, weil Forensik in meinen Augen nichts mit Klamauk zu tun hat. Und ich kämpfe bis heute bei der Berufsgenossenschaft dafür, dass mein Humor als Berufskrankheit anerkannt wird. So, in diesem Sinne die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Bitte gucken Sie mal unbedingt die Leute, die links und rechts neben Ihnen sitzen, an, ob die teure Kleidung tragen. Wenn ja, sorgen Sie bitte für Fleckenschutz. B, nützen Sie die ausgeschilderten Fluchtwege oder seien Sie hart im Nehmen. Ja, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Philipp Caché, ich bin Sachverständiger für Waffen und Munition, habe eigentlich mal ganz was anderes studiert, nämlich psychosoziales Krisenmanagement. Das Problem ist, dass viele Mitbürger heute ihre Probleme ja nicht mehr kognitiv lösen und dementsprechend hat sich das als lukrativeres Geschäft erwiesen. Ja, was mache ich nun wirklich den ganzen Tag? Es gibt halt Waffen von klein nach groß, es gibt Mumbeln dazu von ganz klein bis besser nicht zu Hause, wenn die kommen. Ja, das assoziiert jeder damit. In Wirklichkeit schaut das Ganze leider so aus. Das da unten in dem Schmodder übrigens ist eine Waffe, die dann zu mir auf den Tisch kommt. Ja, ich habe allerdings so, ich weiß nicht, sind Physiker hier? Okay, Leute aus der Rechtsmedizin? Ihr dürft euch outen. Okay. Ich habe das einfach mal ein bisschen abformuliert. Und zwar, Ballistik ist in meinen Augen das wie, wer, wen, wo, womit, an oder erschießt. Über Objekte, die meist schneller sind, als der Empfänger läuft. Über die Artenvielfalt pathologischer Abgründe, beziehungsweise über die Unfähigkeit, Probleme halt mit dem Köpfchen zu lösen. Und jetzt kommt eigentlich ja, ein Punkt, der so ja, oft zu lesen ist. Sind Juristen hier? Ja. Okay. Es gibt ja immer die ungünstige kognitive und emotionale Entwicklung. Juristen nennen das immer, er hat eine schlechte Kindheit. ja. Was sind jetzt so notwendige Skills, die man als Ballistiker haben muss? Also erstens muss man eine gewisse Zuverlässigkeit nach dem Waffengesetz haben, die habe ich Gott sei Dank. Wissenschaftlich kann man das eigentlich in einem Leben gar nicht alles studieren, deswegen hat man von allem ein bisschen Ahnung und das kombiniert endet dann im pathologischen Sarkasmus, taktischem Vollbart. Übrigens, der Horror jedes DNA-Menschen, wenn ich ins Labor komme, ich muss dann immer, keine Ahnung, wie so ein Ganzkörperkondom anlegen. Interdisziplinäres Wissen eben, man hat angeborenen Killerinstinkt, schaut sich prinzipiell nicht CSI an, hat keinen Ekel und man steht nie vor der Türe, wenn jemand anläutet. Das heißt, man läutet und wartet neben der Türe. Weil hin und wieder kommt da auch was rausgeflogen. So, aber ich muss das Ganze auch meinen Kindern irgendwie verpacken. Also ich schieße auf große Gummibärchen, teste Familiengrills, krieg Anrufe von verzweifelten Medizinern, die mich fragen, ob das ein Problem ist. Ich habe mitgeteilt, wenn das Ding geladen ist, bestimmt. Ich mache Autoscheiben klein, alles legal. Man tut sich hin und wieder verdammt weh. Danke. Ja, warum habe ich eigentlich keine Mitarbeiter? Das lässt sich auch mit einem einzelnen Bild erklären. Alle Versuche, jemanden zu finden, haben gescheitert.
So, aber was erzähle ich euch heute über meine Arbeit? Es geht um Backspatter. Backspatter sind auf Deutsch Rückschleuderspuren. Das heißt, wir untersuchen in einer internationalen Forschungsgruppe, was passiert, wenn jemand erschossen wird. Ähnlichkeiten hier sind rein zufällig. Also, man erschießt jemanden, dann gibt es meistens hinten eine richtige Sauerei und uns interessiert aber die Sauerei, die einem wieder entgegenkommt. Das Ganze schaut dann in Laborversuchen so aus. Man schießt dann auf ein ballistisches Modell und man sieht, dass der Schmodder so richtig schön wieder dem Schützen entgegenkommt. Das Ganze auch bei aufgesetzten Schüssen. Also es ist übrigens menschliches Blut und menschliches Hirn, was wir da verarbeiten. Freiwillig zur Verfügung gestellt. Und das Ganze schaut dann so aus, man hat eben nicht nur, dass der Schütze versaut ist, es gibt eben auch die Spuren dann in den Waffenläufen. Im Inneren der Waffe, also in der gesamten Waffentechnik, beziehungsweise eben hier ist jetzt dieses besagte Vollkörper-Dingsbums. Man sieht eben auch, dass der Schütze komplett eingesaut ist und Schießstände darf ich prinzipiell in der Republik nur mehr betreten, wenn ich vorher alles aushänge, warum auch immer. Fallbeispiel, um das einfach zu erklären. Wir haben einen Tatort, zwei Tote, wir haben einen anderen Tatort, ein Tod. Das heißt, wir haben drei Personen. Irgendwo wird durch Zufall durch die Polizei eine Waffe gefunden. So, eine Waffe hat eine Besonderheit, die kommt nämlich irgendwann zu einem Ballistiker, der sich die näher anguckt. Jetzt guckt er den Lauf an und so ein Lauf hat innen sogenannte Züge und Felder, das heißt Erhöhungen und Vertiefungen, die notwendig sind, um dem Geschoss den notwendigen Drall zu verpassen. Da drin sammelt sich der ganze Schmotter an. So, wenn ich jetzt ein stinknormales Wattestäbchen nehme, ist es A zu kurz, B kommt nicht vollflächig in Kontakt mit dem Lauf und das größte Problem ist, es löst keine festgebrannten Reste von Hirn etc. Das heißt, Sie beschäftigen am besten Ihre MTAs. Heißt Heißkleberpistole, Packung Wattestäbchen, auf geht's. Natürlich nicht. Als fürsorglicher Familienvater geht man ja auch mal einkaufen. Wenn man ein Problem hat, geht er entweder in den Baumarkt oder einkaufen. So, ich war einkaufen. Und dabei fand ich die Lösung. Das Ganze etwas zweckentfremdet, erfüllte meine Anwendungszwecke. Natürlich war jetzt das nicht so der Renner im Labor, sprich ich war die Lachnummer Nummer 1. Mr. OB kommt. Das heißt, wir haben das Ganze dann jetzt, es war noch ein Prototyp, wir haben es dann ein bisschen abgeändert und siehe da, es schaut mittlerweile verwendbar aus. Daraus entstand der sogenannte Gunswap, der dazu verwendet wird jetzt, die Spuren festgebrannt eben aus der Waffe rauszuholen. Ich habe ein Element, das beinhaltet bronzene bzw. Messingfasern, die quasi jetzt nicht den Lauf zerkratzen, um den Spurenanalytikern nachher mehr Arbeit zu bereiten, sondern dient dazu, eben festgebrannte Hirn- oder Gewebsreste anzulösen. Im Lauf schaut das dann so aus, jetzt ein Laufmodell, der liegt quasi ganz eng an und nimmt mir das quasi mit. So, hier nochmal die Anwendung erklärt. Man hat eben vorne das Teil, was die festgebrannten Spuren mechanisch anlöst. Der zweite wird nach Double-Swipe-Methode angefeuchtet und nimmt quasi die angelösten Spuren mit. Und der dritte sammelt im Prinzip alles auf, was noch übrig bleibt. So, dann geht das Ganze zu den DNA-RNA-Menschen. Da arbeite ich mit der Rechtsmedizin in Bonn und Kiel zusammen. Die haben jetzt quasi die DNA extrahiert und können sagen, okay, jeweils die DNA der drei Opfer aufgefunden. So. Und jetzt kommt die Besonderheit, die unsere Forschungsarbeit ausmacht. Wir können mittlerweile sagen, anhand der Waffe, wohin der getroffen wurde. Das heißt, wir extrahieren auch die RNA und können nachher sagen, es war ein Brusttreffer, ein Kopftreffer und noch ein Kopftreffer. Und das nur, wenn ich die Waffe habe. Das heißt zusammengefasst, ich nehme von der Waffe das Blut und kann sagen, es war der Täter, weil der Täter auch seine DNA drauf hinterlässt. Ich habe am Täter und am Opfer und an der Waffe jeweils Opfer-DNA und kann darauf auf das Opfer schließen. Insgesamt kann ich dann noch über sogenannten Gunshot Residue, das heißt über Schmauchspuren, auch noch die Waffe genau der Schusshand zuordnen. Was der böse Mann daraus lernt ist, ich hasse Backspatter. Wir haben das Ganze publiziert im Forensic Science Journal, sind gerade an unserer zweiten Publikation dran und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, Kopf einziehen und stets aufpassen, wenn man wo anläutet. Dankeschön.
Klischee, dein Applaus.